Wer HIV-positiv ist, für den ist es in der heutigen Zeit sogar noch möglich, ein überwiegend gesundes und unbeschwertes Leben zu führen. Anders sieht es aus, wenn die Krankheit AIDS schon die Kontrolle über den eigenen Körper übernommen hat. Zwar ist dieser Krankheitsverlauf in Ballungsgebieten weitestgehend nur vereinzelt noch ein ernsthaftes Problem, doch wer erst einmal davon, auch nur unwissentlich betroffen ist, kann von der Gesellschaft schnell ausgeschlossen werden. Nun scheint die Medizin aber einen echten Fortschritt gemacht zu haben. Der US-Bakteriologe Louis Picker gibt jetzt Hoffnung für einen Impfstoff, der alles revolutionieren könnte. Der Impfstoff wurde seit 2011 erfolgreich an Tieren getestet. Nun soll eine Versuchsreihe mit Menschen starten. Alles basiert auf der Grundlage des allseits bekannten Herpesvirus. Wir modifizieren den Virus und schwächen ihn ab. Dann installieren wir darin ein Protein, das auch bei einer HIV-Infektion dann im menschlichen Körper hergestellt wird. Was sich aus der bald startenden Studie ergeben wird und ob sich der Impfstoff irgendwann wirklich integrieren wird, bleibt abzuwarten.